Oh Leute, die Infektion, die ich schon mal hatte, ist zurück. Und es geht mir am besten, wenn ich sozusagen den ganzen Tag im Bett liege. Darum gibt es kein Wort zum Sonntag. Und ja, ich hätte sowieso nicht so viel zu sagen. Ein bisschen das mit dem Ionic, habt ihr sicher schon mitgekriegt. Und ansonsten gibt es ja wenig Neues, das ewige Tesla-Theater natürlich. Ja, darum so ein Video, das eigentlich noch nicht ganz fertig ist, weil das Ende ist noch offen. Aber andererseits kann das auch noch Monate dauern, bis es da wirklich ein Ende gibt. Von dem her kann ich sie auch jetzt bringen. Gut, tschüss. Hallo Leute. Ich muss mal einkaufen. Hier im Konsum in Benissa. Und die haben in letzter Zeit umgebaut. Und jetzt schaut mal, was es hier gibt. Eine Ladestation für Elektroautos. Und die muss ich jetzt natürlich mal ausprobieren. Ich habe extra die Zoe genommen, damit ich schauen kann, ob die 22 Kilowatt liefert oder wie viel die liefert. So, ich steck mal an. So, hier ist das Kabel drin. Jetzt hier. Approximately 10 hours later. Ich glaube, bis jetzt lädt es nicht, oder? Funktioniert nicht irgendwie. Ist da wahrscheinlich kein Strom drauf. Ich gehe mal reinfragen. Was soll ich sagen? Hat natürlich nicht funktioniert. Man ist zwar sehr bemüht hier, aber erst hieß es ja, sie hätten noch keine Bewilligung bekommen, das Ding einzuschalten. Ist wahrscheinlich noch nicht abgenommen, irgendwie elektrizitätsmäßig, keine Ahnung. Aber ja, sie schauen jetzt mal, ob sie es trotzdem freischalten können. Dann hieß es ja, hätten sie jetzt gemacht. Aber es geht trotzdem nicht. Ich versuche es jetzt nochmal. Der Typ an der Kasse hat mich dann auch gefragt, ja, und wie lange lädt man da so? Und naja. Schaut mal das Ding. Hier würde doch sicher was leuchten, wenn das funktionieren würde. Das hat doch kein Strom drauf. Naja, wieder mal ein erfolgloser Versuch. Ich versuch's dann ein andermal nochmal. Tschüss!